Herr Uthoff, ich habe Ihnen das jetzt tausendmal erklärt, der Fall ist doch ganz klar. Also wir haben eine gute gesetzliche Rente, dann Demografielüge, Rente wird gekürzt, alle müssen privat vorsorgen. Wer hat am meisten davon? Menschen wie Wop. Ne? Der Fall ist doch gelöst. Ja, das klingt völlig plausibel. Ja. Aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Oh. Okay, versetzen wir uns vielleicht mal, rekonstruieren wir den Tatergang und versetzen uns in die Lage des Täters. Wer wollen Sie sein? Ich sag mal, die Deutsche Bank, die DWS von der Deutschen Bank, der Deutsche Herold von der Deutschen Bank, die Allianz, vielleicht die AXA oder die Gotha-Versicherung, die Argo-Versicherung, die Victoria-Versicherung oder die AWD. Ich bin alle. Das habe ich mir gedacht. Herzlichen Glückwunsch, Herr Uthoff, Sie sind die Privatversicherung. So. Wir stellen uns mal vor, 90er Jahre, Anfang, Lebensversicherung, läuft nicht mehr so. Was machen Sie? Na, dann brauche ich ein neues Produkt. Ja. Private Altersvorsorge. Gut, jetzt ist die gesetzliche Rente nur noch so gut, dass niemand privat vorsorgen möchte. Na, dann muss ich die Rente eben schlecht reden. Ja, aber das können Sie nicht selber machen. Dann nehme ich mir ein paar unabhängige Experten. Wunderbar. Ich gebe Ihnen zum Beispiel Meinhard Miegel so, und Kurt Biedenkopf. Was soll ich denn mit den CDU-Pappnasen? Sie machen aus Ihnen die deutschen Rentenexperten. Indem Sie ein Institut aufmachen lassen. Das IWG in Bonn, das Institut für Wirtschaft und Gesellschaft. IWG, ich werde gewinnen. Ja. Noch nicht gleich? Aber wir sind kurz davor. Jetzt müssen Sie erstmal dafür sorgen, dass die IWG auch zu Ergebnissen kommt, die Ihnen passt. Ja, kein Problem. Den stecke ich so viel Geld in den Arsch, dass oben das Richtige rauskommt. Nein. So direkt können Sie das nicht machen. Dann schalte ich ein Institut dazwischen. Ah, ist besser. Das Deutsche Institut für Altersvorsorge, DIA, wird finanziert von der Deutschen Bank, der DWS und dem Herold. Also von uns. Ja. Und was kriegen die raus? Ja, die kriegen jetzt raus, halten sich fest, die gesetzliche Rente ist zu teuer und wir müssen mehr privat vorsorgen. Yes! Ja. Und zwar da. Ich muss an alle denken. Sehr gut. Jetzt ist es nur so, die gesetzliche Rente ist immer noch zu hoch. Nein. Ja, und Menschen wie Norbert Blüm weigern sich, sie komplett zu demontieren. Die Sau. Ja. Was machen Sie also? Dann gehe ich zu seinem Chef. Jawohl, bloß Kohl hat nach 16 Jahren keinen Bock mehr auf Veränderung. Dann brauche ich einen neuen. Ja, wir haben 98, Wechselstimmung und wer möchte... Gerhard Schröder. Ja. Meuter, der hat doch einen Kumpel, der Maschmeyer. Ja? Der arbeitet doch für uns, den kenne ich, der macht alles. Wunderbar. Carsten Maschmeyer von der AWD. So, jetzt haben Sie nur ein Problem, Schröder steht was im Weg. Ach, seine Frau. Nein. Nein. Oskar Lafontaine. So, der mag Ihre Privatvorsorge überhaupt nicht. Die Sau. Ja, Sie haben ja noch den Maschmeyer. Ah, dann gehe ich zu ihm hin und sage, Maschi, Baby, du machst es mal in vielen Zeitungen der Anzeige. Steht drin, der nächste Kanzler muss ein Niedersachse werden. Yes, es funktioniert. Schröder wird Kanzler, er montiert den Lafontaine ab und ist jetzt so dankbar, dass er alles macht, was Sie ihm sagen. Aber wie sorge ich denn dafür, dass die Leute auch wirklich privat vorsorgen? Ah, Sie lassen Schröder einfach die, wie gesagt, die gesetzliche Rente nicht kürzen. Die Privatvorsorge wird staatlich gefördert und wir sagen, wir machen sowas wie Riester-Rente. Ah, die reinste Ölquelle. Ja, aber wir bohren noch tiefer, Herr Uthoff. Wie wär's, wir lassen den Schröder eine Expertenkommission einsetzen, ne? Und um zu gucken, ob wir nicht noch eine Rentenreform brauchen. Ich sag mal, diese Expertenkommission heißt vielleicht Rürup-Kommission. Aha. Oh, so. Ja, da stecken wir lauter unabhängige Experten rein. Ja, sehr gut. Ich gebe Ihnen zum Beispiel Professor Bert Rürup. Großartig, der sitzt doch im Vorstand der AXA. Ja. Und bei der Gotha-Versicherung. Ja, sehr schön. Und er ist Vorstandsvorsitzender von Meinhammer Research Institute for Economics of Aging. Das ausschließlich von uns bezahlt wird. Ja. Mir gefällt, wie Sie denken. Sehr schön. Ich habe noch den Herrn Raffelhüschen für Sie, auch Professor. Der ist ja noch viel unabhängiger. Ja, ja. Der sitzt auch bei der Ergo, ja, und bei der Victoria. Ja. Oh, sehr schön. So, Ergebnis, die Rürup-Kommission kommt zu dem Ergebnis, die Rente muss um 25% runter. Was macht Schröder? Die Rente um 25% runter. Das heißt mehr Umsatz für Sie. Ah, wie schön. Ich habe leider ein kleines schlechtes Gewissen. Was, Sie? Ja. Schauen Sie, diese Männer haben so hart gearbeitet, die gesetzliche Rente zu kastrieren. Kann ich Ihnen nicht einen kleinen Obolus zukommen lassen? Okay, Millionen in Vortragshonoraren. Ach, schön. Aber so eine Million ist ja irgendwie auch ziemlich schnell weg. Ja, und dann wartet nur noch eine gekürzte Rente. Machen Sie sich keine Sorgen. Schauen Sie sich mal an. Hier, Professor, also Beamter, also Pension. Hier, dann haben wir hier Jurist, also Anwaltskammer. Kennen Sie ja, ne? Hier, Politiker, auch Pension. Dann haben wir hier Politiker, auch Pension, auch Pension. Und er hier, der hat die Ferris. So. Das heißt, alle,
die daran gearbeitet haben, die Rente zu ruinieren, sind auf diese Rente überhaupt nicht angewiesen. Jetzt haben sie es. Das ist ein Skandal. Das schreit nach einer Revolution, ja, Herr von Wagner. Auf die Barrikaden für eine gute gesetzliche Rente, verstehen Sie, in die alle einzahlen. Beamte, Politiker, sogar Sie, Herr Otto. Was? Was? Ja. Was? Ja, 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 ja.